Mein Name ist Thomas Oberhäuser, ich bin Rechtsanwalt in Ulm, unter anderem auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ausländer-Asylrecht im Deutschen Anwaltverein. Das war eigentlich zu erwarten, dass irgendjemand mal sagt, so geht das nicht. Es ist erstaunlich genug, dass Deutschland nicht sagt, ihr könnt nicht quasi das zulassen, dass sich die Mehrheit der europäischen Staaten aus der Flüchtlingsverteilung herausnehmen. Mit ganz, ganz vordemokratischen Ansätzen und einer völlig menschenverachtenden Politik, wie das gerade Ungarn macht, was die ja ganz offensiv propagieren, dass sie keine Flüchtlinge haben wollen, das Leben für die so schwer wie möglich machen, dass kein in Ungarn bleibt. Also, dass das dann irgendwie quasi ganz Osteuropa irgendwie Beifall findet und dass sie sich dieser Haltung da irgendwie anschließen, sowas ist für Gesamteuropa eine Katastrophe. In nächster Zeit wird mit Sicherheit eine Verschärfung, eine weitere Verschärfung des Asylgesetzes passieren. Es wird diese Idee, Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen quasi zu sperren und da so lange zu belassen, bis man sie abschieben kann, ganz viele Gruppen betreffen. Mehr als die Politik momentan vorgibt, nicht bloß die Westbalkanstaaten, sondern nach der letzten Gesetzesfassung werden es wohl auch die Dublin-Fälle sein. Alle, die irgendwie eigentlich in einem anderen Mitgliedstaat ihren Asylantrag hätten stellen sollen oder bereits gestellt haben, werden in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben, mit den Arbeitsverboten, mit den Restriktionen, was Leistungsbezug betrifft. Die meisten haben natürlich als erste Informationsquelle den Schleuser. Den Mann, der oder die Frau, der sie über die Grenze bringt, auf den sie sich natürlich verlassen müssen, der ihnen sagt, ich schaffe das für dich, mach dies und jenes, und man wäre ja irgendwie etwas wagemutig, wenn man sagen würde, das glaube ich dir nicht, ich mach das lieber anders. Also das ist die erste Person. Und dann ist natürlich heutzutage in der Welt der Smartphones und Ähnlichem die Informationsflut immens. Auf was man sich da verlassen kann, das weiß ja kein Mensch. Da kriegt man jede Information, wenn man bloß lang genug sucht, und ob die nun belastbar ist oder ob das Unsinn ist, das stellt sich im Nachhinein raus. Die meisten Flüchtlinge aus Syrien, die jetzt hier ankommen, haben allerdings Familienangehörige hier. Die haben irgendwelche Netzwerke, wo sie dann angedockt werden können, die Informationen geben, was sie denn machen sollen. Es ist so, ich habe vor 18 Jahren jetzt angefangen als Anwalt. Damals waren die meisten Flüchtlinge aus der Türkei, waren Kurden und wurden ganz furchtbar schlecht angesehen in Deutschland. Das ganze Rechtsgebiet war kein Rechtsgebiet, sondern eher so ein Vorurteilsgebiet, wo man ständig damit konfrontiert wurde, dass das doch eigentlich alles gar nicht sein darf. Dass die Menschen nicht hier sein dürfen, dass das kein Recht sein darf, dass die in Anspruch nehmen können, dass das alles irgendwie also ganz furchtbar ist. Und die Menschen wurden auch entsprechend angesehen. Also es war in der Bevölkerung diese Pogromstimmung von Rostock und Lichtenhagen und Ähnliches, war, ich glaube, so eher so ein Gesamtkonsens in Deutschland, dass das irgendwie schon was Gefährliches ist, diese ganzen Flüchtlinge. Und im Vergleich zu dieser Situation, muss man sagen, ist es heute um Welten anders. Es hat natürlich damit zu tun, dass die Anerkennungsquoten ganz andere sind. Dass man nicht in der Öffentlichkeit das Bild zeichnet, dass jemand, der hierher kommt, ein Asylschmarotzer ist.